Vielleicht sollte ich mich auch ein bisschen mehr konzentrieren. Mann! Wieso geht das nicht? Also ich habe schon langsam ein bisschen die Faxen dicke hier. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spielt mir Apps und Games. Ich bin mal wieder hier bei Minecraft und teste mit euch gemeinsam heute eine richtig coole Map. Und zwar ist das der Owl City Parcours. Owl heißt ja Eule, also der Eulenstadt-Parcours. Ich bin mal gespannt, warum Eule. Ich finde, das sieht jetzt auf jeden Fall nicht aus wie eine Eule. Irgendwie wie ein riesiger Milchshake oder so. Oh, ich bin glaube gerade schon über was rübergegangen. Hätte ich das tun dürfen? Level 1 Strawberry Avalanche. Avalanche? Keine Ahnung. Was steht hier? Erstmal lesen. Welcome to Owl City Parcours. There are 5 levels based on different Owl City Songs. Also, ist das eine Band? Owl City? Das sagt mir gar nichts. Peaceful Game Mode. Habe ich das? Ja, ist peaceful. Man soll nur Sprünge quasi überspringen, wenn man es muss. Und man kann nur wieder zurückkommen, wenn man stirbt. Okay, okay. Checkpoints sind die Goldplättchen quasi. Alles klar. 1.12.2 übrigens, wer sich das auch holen möchte. Aus City Parcours und wir starten jetzt einfach. Ich denke, dass es hier losgeht, oder? Angeblich soll der am Anfang einfach sein. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe es jetzt schon geschafft erstmal. Ich denke mal, hier muss ich vielleicht laufen und springen. Oh Gott, so gut war ich noch nie in einem Parcours. Naja, das kam zu früh. Zu früh gefreut, sage ich mal. Also es gibt, wie gesagt, unterschiedliche Level. Die sind alle unterschiedlich. Oh oh. Ich schlage mich auf jeden Fall schon mal sehr schlecht. Ih, hier liegen so Köpfe rum. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Wieso schaffe ich das jetzt nicht mehr? Habe ich eben gerade was anders gemacht? Das ist voll verwirrend, weil ich ja manchmal auf diesem Stab hier stehe und manchmal nicht. Also irgendwie klappt das nicht. Oh, Kahn und ich sind ja beide so mega schlecht in Parcours, beziehungsweise ich bin eigentlich noch viel schlechter als er. Aber er kann mir auch nicht helfen. Er ist nämlich im Urlaub und deshalb drehe ich die Videos hier erstmal alleine. Ich hoffe, ihr könnt auch ohne ihn vorübergehend. Okay, okay, ich hab's. Nee. Nein! Ich find's immer so ärgerlich, wieder von vorne anzufangen. Ich habe noch nicht einen Checkpoint erreicht. Oh Gott, jetzt scheitere ich schon am zweiten Stein. Nina Noob wieder hier in Aktion. Vielleicht sollte ich mich auch ein bisschen mehr konzentrieren. Das irritiert mich total, dass hier so Stäbe sind. Nein! Oh, ich wollte doch noch gar nicht springen. Also Parcours sind eigentlich nichts für mich. Ich probiere es trotzdem. Man soll ja alles mal ausprobiert haben. Vielleicht muss ich dann doch auf diesen Stab immer springen. Stehe ich jetzt auf dem Stab? Nee, ich liege auf dem Boden. Mann! Ich glaube, es ist vielleicht doch ein bisschen einfacher hier auf diese... Das soll ja übrigens, glaube ich, eine Erdbeere sein. Wieso geht das nicht? Es kann doch nicht sein, dass ich hier jetzt schon... so direkt am Anfang nicht weiterkomme. Okay, okay, okay. Es wird langsam auch dunkel. Wieso schaff... Ich schaff das nie da drauf. So weit bin ich schon mal gekommen, aber ich schaff's trotzdem nicht drauf.
auch manchmal, dass mich diese Glassäule da, dieser Stiel von der, nee, das ist gar keine Erdbeere, das ist eine Kirsche. Dass mich dieser Kirschstiel auch irgendwie manchmal ausbremst. Okay, okay. Das klappt nicht! Also ich habe schon langsam ein bisschen die Faxendicke hier. Ah, oh, das war knapp. Ganz, ganz knapp. Wieso? Oh, ist das so anstrengend? Da wollte ich euch mal hier ein bisschen entertainen, da geht das gar nicht. Okay. Wieso schaffe ich das nicht? Ist unmöglich. Es ist unmöglich. Ich versuche es jetzt noch einmal und dann zeige ich euch den Parcours einfach. Da fliege ich einfach im Kreativmodus rüber. Das ist mir sonst hier echt zu anstrengend. Zu frustrierend vor allem auch. Das war's. Das funktioniert nicht. Ah. Vielleicht kann man das auch nicht. Ach nee, das ist überleben. Ha, kannst du mir wieder nicht merken. Game Mode 1. So, ich zeige euch jetzt mal den Level, beziehungsweise vielleicht mache ich auch noch mal hell. Dann könnt ihr jetzt alles noch mal besser sehen, wie dieser Owl City Parcours aussieht. Ich hätte ihn vielleicht euch von Anfang an zeigen sollen, aber ich dachte, ich versuche erstmal den Parcours an sich. Oh mein Gott, das sind so Teppiche, die in der Luft schweben. Hier geht es dann weiter, weiter, weiter nach oben. Das ist ein Level und ich denke mal, hier geht es dann weiter. Okay, krass. Das hätte ich auf jeden Fall niemals geschafft. Dafür bin ich ein zu großer Noob. Das geht gar nicht. Ich hab die Steine nicht gezählt, aber ich bin auf jeden Fall nicht über den 6. oder so hinausgekommen, schätze ich mal. Das ist natürlich heftig. Krass. Apropos, eigentlich sollte ja auch irgendeine Musik spielen, ne? Ich höre gar keine Musik. Nee. Keine Musik. Aber echt coole Parcours, die ich so nie geschafft habe. Jetzt kann ich hier mal gucken, da steht was auf dem Schild. Next Level, da würde man in den nächsten Level kommen. Ach, das waren gar nicht. Ach doch, warte mal, hört's hier auf? Wo geht's denn hier weiter? Ich glaube, das waren jetzt schon die Level. Von da kommen wir. Geht's hier noch weiter? Ich glaube nicht. Also das ist wirklich ein riesiger Berg geschmolzenes Eis oder Sahne oder so. Da hinten waren wir ja auch schon. Aber ich zähle auf jeden Fall eher so 3 oder 4 Stationen und nicht unbedingt 5 Level. Ich glaube, es sollten 5 sein. Egal, wie dem auch sei, ich habe es versucht, der Owl City Parcours. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert natürlich und probiert auf jeden Fall auch den Parcours selber mal aus. Ihr werdet vermutlich besser sein als ich, aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss!